So, hallo und herzlich willkommen im Park. Das Schöne ist, ich habe mir ein Wetter rausgesucht, bei dem hier im Park nicht viel los ist. Das Schlechte ist, ich muss mit der Actioncam filmen, weil die ist wasserdicht. Es geht um diesen Baum hier. Der sieht jetzt nicht besonders schwarz aus, ist aber eine Schwarzkiefer. Und ich habe schon seit längerem vor, das Schwarzkiefer-Video entsprechend zu machen. Ich habe übrigens mein externes Mikrofon mit dem Puschel an die Kamera gehängt. Das ist eine Actioncam mit externem Mikrofoneingang. Ganz toll. Wie dem auch sei, jedenfalls klebt das jetzt unten am Stativ mittels Panzertape. Sieht lustig aus. Und ich hoffe, man versteht mich einigermaßen gut. Denn es ist ein bisschen windig und deswegen brauche ich auch das externe Mikrofon mit dem Puschel. Gut, Schwarzkiefer. Dieses hier. Ich gebe euch nachher noch eine kleine Gesamtansicht, beziehungsweise wir können auch gleich mal kurz hochgucken. Lasst uns einmal schnell nach oben gucken. Tada! Wahrscheinlich sieht man jetzt nichts mehr, weil es objektiv zugeregnet ist. Ja gut, aber netterweise gibt es ja im Internet jede Menge schöne Bilder von der Schwarzkiefer. Es ist daher nicht so erforderlich, dass ihr die seht. Aber andererseits wollte ich mich auch nicht wettertechnisch davon abhalten lassen, das Video draußen zu drehen, weil das kann ja wohl nicht angehen, dass ich tagelang nicht drehen kann, nur weil so ein ganz kleines bisschen Sturm und Regen und so weiter und so fort einem da einen Strich durch die Rechnung zu machen versuchen. So, langes Drumherum gelabert, wir fangen an. Und zwar... Okay, wir fangen trotzdem an, und zwar die Schwarzkiefer ist eine mediterrane Art, wenn man so möchte, kommt ursprünglich am Mittelmeer vor, so rund um die nördliche Mittelmeerhälfte. Es gibt ein paar ganz vereinzelte Vorkommen auch südlich des Mittelmeers. Hauptverbreitungsschwerpunkt ist die Türkei. Dann ist sie über den kompletten Balkan relativ häufig anzutreffen. Ich stehe jetzt näher an der Kamera, damit ich sie auffangen kann, wenn sie wieder umfällt. Es gibt in Spanien so ein ganz paar. Es gibt in Italien so ein paar. Und wichtig wäre noch zu erwähnen, die Population auf Korsika. Und dadurch, dass diese Art ein so breites Verbreitungsspektrum hat, das allerdings auch so viele unterschiedliche ökologische Anforderungen an eben die Art selber stellt, kann man bei der Schwarzkiefer eigentlich nicht von einer Art sprechen, sondern eher von einem Artspektrum. Es gibt mindestens 6 Schwarzkiefer-Unterarten, die sich so stark vom irgendeinem Mittelwert aller Arten zusammen unterscheiden würden, dass man einfach nicht sagen kann, es ist die Schwarzkiefer, sondern Schwarzkiefer muss eigentlich immer noch mit einer entsprechenden Subspezies bzw. einem Varietätsnamen hinten dran genannt werden. Aber der Stammname ist Pinus nigra. Nigra weist ja schon so ein bisschen drauf hin, schwarz. Und auch in verschiedenen Übersetzungen in anderen Ländern heißt das Ding Blackfear oder irgend sowas in der entsprechenden Art. Pinot Noir oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, kann auch kein Französisch. Ja, folgendes. Die Schwarzkiefer ist bei uns erstens mal ein beliebter Park- und Alleebaum. Sie verträgt relativ viele Schadstoffe. Man könnte sie also ganz gut als Allee auch im stadtnahen Bereich eben entsprechend anpflanzen. Macht aber keiner, wäre theoretisch möglich. Ansonsten ist es dann auch interessant, wenn man irgendwelche enorm devastierten Standorte aufforsten möchte, die insbesondere sehr trocken und sehr sandhaltig sind. Sie hat durch ein extrem weit verbreitetes Wurzelsystem hervorragende Standeigenschaften gegen Wind, wie man gerade sieht. Sie wackelt nicht. Und außerdem, diese Kombination vor allen Dingen macht sie wahnsinnig interessant für den Küstenschutz. Wenn wir uns mal die nordfriesischen und ostfriesischen Inseln, primär die ostfriesischen, angucken und auch die Küste von Belgien bzw. den Niederlanden, da gibt es immer mal wieder Anpflanzungen von Schwarzkiefer eben genau zu dem Zweck als Küstenschutz. Erstens, windbrechende Eigenschaften für alles, was dahinter liegt. Zweitens, sie wächst auch auf reinem Sand, Dünensand und Ähnlichem. Und das sind
Das beides zusammen ermöglicht natürlich, dass der Dünensand da bleibt, wo er hingehört und nicht eben weiter weggetragen wird. Das ist also das ständige Wandern, insbesondere der ostfriesischen Inseln, die kenne ich am besten. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Niederlanden und Belgien vorgelagerten Inseln aussieht, aber da wird das wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Jedenfalls gerade bei diesen Inseln gibt es ja eine ständige Verlagerung von Land dadurch, dass der Sand ständig weitergeweht wird. Tendenziell weiter. Also die werden, Sekunde, im Westen weggeweht und im Osten wieder angelagert, eben durch den ständigen, überwiegend Westwind. Also Wind, der von Westen kommt, dann heißt er ja Westwind. So, und was kann man da tun? Ja, man pflanzt Schwarzkiefer dahin, weil Schwarzkiefer hat, und dazu kommt man natürlich auch noch nachher, eine hervorragende Wurzelentwicklung auch vor allen Dingen. Bei der jungen Kiefer, beim jungen Spross, der wenige Zentimeter hoch sein kann, so 3-4, da hat er aber trotzdem bei der Höhe im Regelfall das Doppelte bis das Dreifache an Wurzel. Also was so viel aus dem Boden ragt, hat nochmal so viel Wurzel unten dran. Das ist also schon ein deutliches Zeichen für die enorme Wurzelentwicklung von den Arten, die man bei uns so anpflanzen kann, die einigermaßen gut wachsen. Ist die Schwarzkiefer vielleicht der wurzeligste Baum, den wir so haben. Es ist eine geniale Konstruktion aus Herz- und Senkerwurzelsystem. Es wird zunächst, aus Pfahl- und Senkerwurzelsystem, so rum, Entschuldigung. Es wird zuerst eine massive Wurzel nach unten gebildet, eine dicke, so ein bisschen möhrenförmig, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und erst wenn diese dann eben entsprechend etwas dicker geworden ist, bilden sich horizontal, also genau auf Ebene des Bodens, dicke Seitenwurzeln heraus. Und von denen gehen dann wieder pfahlwurzelartige Senkerwurzeln nach unten. Also quasi, wenn man sich rein als Statiker ein Wurzelsystem ausdenken sollte, das besonders stabil ist und besonders gut in Sand hält, also in Böden, die einfach per se nicht besonders viel Halt hergeben und sehr locker und sehr gut durchlüftet sind, dann sind wir definitiv mit der Schwarzkiefer auf der sicheren Seite und das könnte man sich fast nicht besser ausdenken. Ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera noch läuft. Jupp, tut sie. Das Ding ist noch relativ neu, deshalb vertraue ich dem lieben Frieden noch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich im Bild bin. Das Ding hat kein Display. Beziehungsweise es gibt ein Remote-Display. Das habe ich aber nicht dabei, weil ursprünglich wollte ich eigentlich meine normale Kamera aufstellen und einen Regenschirm ans Stativ kleben. Das geht aber jetzt aufgrund der Windbedingungen nicht. So, ja. Warum heißt das Ding Schwarzkiefer? Fangen wir da mal an. Die hier ist jetzt natürlich nicht sehr schwarz, was einfach daran liegt, dass der Stamm hier ständig ausgebleicht wird, die äußerste Schicht jetzt gerade eben erst abgefallen ist. Aber man kann es ganz gut erahnen, wenn hier diese Klüfte entstehen im Stamm, hinter den sehr großen, sehr langen einzelnen Schuppen der Borke, das ist auch charakteristisch, in diesen Klüften, hier auch an der Seite kann man schön sehen, sieht sie doch dann relativ schwarz aus und daher kommt der Name eben vom tendenziell hin und wieder mal schwärzliche tendierenden Stamm. Außerdem, ein wichtiges Bestimmungsmerkmal unserer einheimischen Fichte ist ja, dass der Stamm unten dunkel und oben rötlich ist. Und wenn wir jetzt mal hier nochmal dran hochgucken, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dann sehen wir da oben nichts Rötliches. Und das kann man eigentlich als super Indikator nehmen, wenn man schon sieht von der Ferne, das muss auf jeden Fall eine Kiefer sein aufgrund der Benadelung, aber man auch von der Ferne sieht, huch, die wird ja oben gar nicht röter. Das ist schon ein ganz guter Indikator, dass es sich wahrscheinlich um eine Schwarzkiefer handelt. Und wenn man dann noch irgendwas hat, was die Sicht verbessert, eine gute Brille, ein Fernglas, ein Teleobjektiv, irgend sowas in der Richtung, dann kann man auch recht schnell erkennen, dass sie für eine Kiefer auffällig lange Nadeln hat. Und ich hoffe, auch das kann ich mit der Actioncam ausreichend abbilden. Ne? Also ihr könnt es gegen den Himmel, denke ich, ganz gut sich abheben sehen. Die Nadeln sind locker 12-14 cm lang. Jetzt muss man wissen, unsere einheimische Kiefer, die hat Nadellängen, oh, das geht so von 2 cm bis so 6 mal 7 und allenfalls 8. Das wäre dann eine mit sehr langen Nadeln. Und bei der Schwarzkiefer, sofern sie jetzt nicht ein ganz, ganz kümmerliches Exemplar ist, irgendwo am Rande ihres Verbreitungsgebiets,
hat die so 8 bis 24 cm lange Nadeln. Also schon ein deutlicher Unterschied. Und eine Schwarzkiefer zu finden, die nur 8 cm lange Nadeln hat, neben einer normalen Kiefer, also unserer einheimischen Waldkiefer, Pinus sylvestris, ist fast ausgeschlossen. Ansprüche an den Boden, so gut wie nicht vorhanden. Eine sehr, sehr, sehr anspruchslose Baumart, aber wichtig, ich habe ja eingangs erzählt, es handelt sich hier um ein Art Kontinuum. Es ist also nicht eine Schwarzkiefer und die kannst du überall hinstellen, sondern du kannst die entsprechende Subspezies der Schwarzkiefer, die für den jeweiligen Standraum passt, ich muss nochmal wischen, die kannst du überall hinstellen. Du musst halt aber wissen, welche entsprechende Subspezies diejenige ist, die für das passt, wo du jetzt gerade eine Schwarzkiefer hinstellen möchtest. Diejenigen, die zur Küstenanpflanzung genommen werden, bin mir nicht sicher, aber das müsste die korsische Subspezies sein. Also die von Korsika und ja, Umgebung ist Wasser, aber eine genetisch sehr ähnliche Schwarzkiefer steht auch entsprechend in Italien rum. Wobei man sich nicht sicher ist, ob die italienische Schwarzkiefer nicht eigentlich doch von den Korsen geklaut wurde und dann nur einfach so lange steht, dass man nicht mehr beweisen kann, dass sie nicht einheimisch ist. Das ist also so ein bisschen umstritten mit dem italienischen Vorkommen. Ja, Schwarzkiefer hat aber auch einen Nachteil bzw. kann in gewisser Weise als invasive Spezies betrachtet werden. Wir müssen ja bei der Frage, ob was invasiv ist oder nur ein Neubürger, der ansonsten harmlos ist, immer die Frage stellen, breitet sich das Ding unkontrolliert aus? So, und das tut sie normalerweise nicht. Wie alle Kiefern ist sie sehr, sehr schattanfällig. Soll heißen, wenn du größer bist als die Kiefer und schmeißt oben Schatten drauf, dann geht die ganz, ganz schnell ein. Was sie ganz gut verträgt, ist eine seitliche Beschattung. Man kann sie also auch im Reinbestand anpflanzen, also als Kiefernmonokultur, nur halt mit Schwarzkiefer statt mit Pinus sylvestris, also unserer Waldkiefer, wie sie bei uns in Brandenburg zum Beispiel überall rumstehen. Also solche Monokulturen theoretisch auch möglich. Wird auch gemacht, nur nicht bei uns, noch nicht. Das ist die Frage, ob das nicht vielleicht irgendwann mal jemand noch auf die Idee kommen könnte, ob das nicht eine gute Idee wäre. Momentan sieht es allerdings nicht danach aus, dazu gehe ich dann später noch drauf ein. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Machen wir mal kurz einen Schnitt. Genau, es ging um das Problem der möglichen Invasivität. Wir haben da ein Problem mit der Schwarzkiefer, wo wir besondere Naturschutzgebiete haben wollen. Ein prominentes Beispiel, inzwischen haben sie die Situation ganz gut unter Kontrolle, aber immer noch ein, wie ich finde, prominentes Beispiel ist der Nationalpark Sächsische Schweiz. Den kennen ja viele von uns, da sind viele von uns schon gewesen und da ist auch sehr schön. Ich glaube, in dem Wind sitzt mein Bart nicht richtig. Jedenfalls das große Problem, was die da hatten, als ich da vor, es sind schon ein paar Jährchen her, es sind wirklich schon ein paar Jährchen, mal auf Exkursion war, hatten die da halt das Problem mit der Schwarzkiefer, weil da hatte man mal irgendwann Schwarzkiefer gepflanzt und die gab es dann da noch. So, jetzt haben sie aber inzwischen einen Nationalpark draus gemacht und im Nationalpark ist jetzt die Frage, eigentlich soll Natur ja Natur sein. Von Natur aus wäre da aber niemals eine Schwarzkiefer hingekommen. Ah, was man auch hinzufügen muss, das von uns aus gesehen nächste Schwarzkiefer-Vorkommen ist in Österreich. Da gibt es auch ein kleines, eigentlich von nichts zu gebrauchendes, außer dass natürlich die Biodiversität erweitert und schön ausschaut. Das tut es auf jeden Fall und auch wertvoll ist in diesem Sinne. Ja, gibt es da ein kleines Vorkommen der Schwarzkiefer in Österreich. Die Chance, dass jetzt eine Schwarzkiefer von Österreich mit ihren zugegebenerweise sehr leichten, auch leicht flugfähigen Samen bis ins Elbsandsteingebirge gekommen ist, ist doch eher unwahrscheinlich. Ich habe schon wieder Angst, dass mir schon tief umfällt. Ja, scheint zu halten. Daher kann man davon ausgehen, dass das in irgendeiner Form eine Anpflanzung gewesen sein muss. Man kann es auch mehr oder weniger dokumentieren, dass es sich um sowas handelt. Und jetzt ist die Frage, wenn man einen Nationalpark hat, was macht man dann mit einer Baumart wie dieser hier? Lässt man sie dann einfach stehen, weil man ja sagt, wir machen die Natur, lassen die Natur das machen, was die Natur tun will? Oder nimmt man sie raus? Und man hat sich gegen viel Kritik einiger und mit viel Lob anderer dazu entschlossen, dass man doch die Schwarzkiefer eher rausnimmt. Indem man sie ringelt. Das heißt, man geht hin, vorzugsweise mit der Motorsäge und sägt hier einmal kreisrund in die Borke ein, macht das Stückchen oben nochmal, sodass dann ein borkenloser Spalt entsteht und den kratzt man noch schön sauber.
gewichtet auf dem gesamten Baumdurchmesser. Das Kambium, also die sekundäre Dickenwachstumsschicht, für diejenigen, die noch wissen, was das ist, was dazu führt, dass der Baum keine Nährstoffe von den Nadeln in die Wurzel mehr transportieren kann, weil die entsprechenden Leitbahnen weg sind. Wassertransport ist noch möglich. Das heißt, er vertrocknet nicht, sondern er verhungert und das ganz langsam. Und es sieht so aus, wenn da nicht dieser entsprechende Schnitt wäre, als wäre der Baum eines natürlichen Todes, zumindest einigermaßen natürlichen Todes, entsprechend gestorben. Wirklich schönes Wetter heute. Also mir macht Spaß. Gut, hat man gemacht, war sehr umstritten. Was hätte man noch machen können? Warum gilt die Schwarzkiefer nur unter in solchen besonderen Bedingungen eventuell als invasive Art? Naja, weil, und dazu kommen wir mal kurz zur Vermehrung, ist auch ganz interessant, das Ding hat pro Kilo Samen, also wenn man ein Kilo ihrer Samen zusammensammelt, aus dem Zapfen rauspflückt, ne? Die Zapfen sind so ungefähr so groß wie die unserer einheimischen Käfer, das ist nichts Besonderes, nicht sehr auffällig, ich blende euch mal ein Bild ein, auf Wikipedia gab es eins, was man nutzen kann, jedenfalls pro Kilo dieser Samen hast du so etwa 65.000 Stück. So. Und die haben doch tatsächlich, und das ist wirklich bemerkenswert, das ist eine Pionierbaumart vor dem Herrn sozusagen, haben die pro Samen eine Wahrscheinlichkeit, dass der Samen keimt unter vernünftigen Bedingungen von bis zu 95%. Das ist im Pflanzenreich ziemlich einmalig und sowas gibt es wirklich nur sehr, sehr selten, dass das Keimprozent derart hoch ist. Das war jetzt das Mikrofon, muss ich nochmal hinrichten. Das heißt, eigentlich hat sie mit einer derartigen Samenausbreitungsrate, und die Dinger sind klein und beflügelt, ne? Die können also auch durchaus unter guten Windbedingungen ein paar hundert Meter oder sogar mal bis zu einem Kilometer weit fliegen, wenn es dumm läuft. Eigentlich hätte sie also ein enormes Ausbreitungspotenzial und wir müssten uns um Invasivität wirklich Sorgen machen, aber sie ist ein Rohbodenkeimer. In unseren heimischen Wäldern haben wir aber kaum irgendwo Rohboden. Was ist Rohboden? Naja, anstehender Boden, wie wenn du einen plattgetretenen Maulwurfhügel anguckst. Da haben wir einen plattgetretenen Maulwurfhügel. Wenn das jetzt nicht noch zusätzlich verdichteter Boden wäre, dadurch, dass der ja platt gemacht ist, wäre das eigentlich eine ganz gute Bedingung für eine Schwarzkiefer, um da anzuwachsen, weil da keinerlei andere Pflanze steht. Die Schwarzkiefer ist überhaupt nicht konkurrenzträchtig, fähig. Will man sie also kultivieren oder möchte man eben, dass sie sich aus natürlicher Art und Weise verbreitet, dann muss sie irgendwo mit ihren Samen landen können, wo überhaupt nichts anderes steht, wo der rohe Boden ohne irgendwelchen Bewuchs anzutreffen ist. Und damit sind wir wieder beim eingangs erwähnten Küstenschutz durch eben die Schwarzkiefer. Was haben wir da? Wo setzen wir sie da hin? Ja, auf die Düne oder hinter die Düne vorzugsweise. Was? Oder vor die Düne? Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls, da ist ja wirklich nur Sand. Da gibt es gar keine andere Pflanze, die noch in irgendeiner Form auch nur ansatzweise Konkurrenz auf unsere Schwarzkiefer auslösen könnte. Und das funktioniert dann wunderbar. Im Wald ist sie so gesehen also eigentlich nicht als invasiv zu kennzeichnen bzw. unkritisch, weil wir im normalen Wald eben kaum Rohboden haben und sie sollte sich normalerweise da kaum eben entsprechend ausbreiten können. Warum man jetzt im Elbsandsteingebirge bzw. in der Sächsischen Schweiz deswegen dann trotzdem gesagt hat, die muss aktiv weg, damit sie schneller weg ist, das weiß ich nicht. Das war ja auch so eine sehr umstrittene Angelegenheit. Ich habe das auf einer Exkursion mal mitbekommen. Leider erinnere ich mich halt nicht mehr ganz genau an den exakten Wortlaut der Nationalparkverwaltung, warum man das dann damals so gemacht hat. Ein Stück. Das hier ist ein etwa 150-jähriges Exemplar. Grobe Schätzung nach den doch relativ geringen Wuchsgeschwindigkeiten, die Dinger haben. Denn an sich wirtschaftlich interessante Baumart und in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, insbesondere in der Türkei und auf dem Balkan, spielt die von dem wirtschaftlichen Anbau sehr wohl eine Rolle und ist da wirklich effizient und kann man ja auch anbauen, ist ja auch eine natürliche Baumart da. Also wirklich eine gute Idee, das Ding anzubauen. Wird im Reinbestand gemacht, das ist natürlich nicht so optimal, weil natürlich kommt sie als Mischbaumart vor, ist mit anderen lichtliebenden Arten vergesellschaftet. Wenn sie in Österreich vorkommt, hockt sie zum Beispiel mit der Mehlbeere gerne zusammen, Sorbus aria. Auch so eine Baumart, die sehr, sehr viel Licht braucht, die sehr auf Trockenheit
resistent reagiert, wie eben auch die Schwarzkiefer. Wenn du auf reinem Sand stehen kannst, musst du trockenheitsresistent sein. In Sachen Trockenheitsresistenz ist dieser Baum also mit das Beste, was es so gibt. Und ich will euch jetzt nicht schon wieder in die Krone hochheben, mache ich nachher nochmal. Aber nach unserem, ja, man kann es sicherlich irgendwie einen jahrhundertführenden Sommer irgendwie nennen, hat das Ding hier als alte Schwarzkiefer mit enorm weitreichender Wurzel null, aber auch überhaupt gar keine Trockenschäden, obwohl sie solitär rumsteht. Das ist meistens dann doch auch eher ein Nachteil, weil ein Wald, viele Bäume miteinander, haben die Möglichkeit, durch ihren ständigen Sog ihrer Wurzeln sogar den Grundwasserspiegel etwas anzuheben. Sie kommen also damit automatisch näher ans Wasser. Das Ding hier hat die Möglichkeit nicht, allerdings ist da drüben gleich ein Tümpel, muss man natürlich noch dazu sagen. Was aber auch wiederum dafür spricht, dass sie eine enorme Wurzelausbreitung haben muss, denn sonst könnte sie ja nicht von dem Tümpel da drüben profitieren, wenn sie gefühlte 100 Meter weit weg steht. Also das ist schon normalerweise nicht so, dass irgendein Baum solche Distanzen mit irgendeinem Wurzelausleger zurücklegen kann. Normalerweise, aber die ist sehr alt, es ist eine Schwarzkiefer vom Wurzelwerk her so gut das Beste, was es gibt. Deshalb ein sehr, sehr beeindruckendes Exemplar, deshalb wollte ich auch unbedingt hier hin, auch wenn ich hier einen gewissen Publikumsverkehr habe. So, ja, wie gesagt, wirtschaftliche Anbauten, wie viel wächst denn die? Im natürlichen Verbreitungsgebiet, das ist generell eine Region, in der das Waldwachstum jetzt nicht so super ist, bei uns wächst potenziell besser, kommen wir da so auf irgendwas, historische Werte, zwischen 4 und unter optimalsten Bedingungen, das ist aber wirklich selten, bis zu 12 Vorratsfestmeter pro Jahr, pro Hektar und Jahr. Das ist nicht schlecht, das ist aber auch weit davon entfernt gut zu sein, wenn man sich mal bei unseren Breiten die Douglasie anguckt, die schafft 20, 22, 24, also mehr als das Doppelte. Die Douglasie ist auch recht trockenheitsresistent. Gut, in Deutschland wächst das Ding tendenziell vom Minimum her etwas besser, also so miese Wachstumsraten von 4 kriegen wir hier nicht. Hier geht es so bei 8 los, erreicht aber maximal, auch wieder das sind ältere Werte, 10, 11, vielleicht 12. Also heutzutage kann man auf die meisten Baumarten das Wachstum, das historische, kann man etwa 20% draufrechnen und dann sind wir bei etwa, ja, so maximal 14. Oh, jetzt wackelt schon wieder mein Stativ. Jawohl. Also so irgendwas um den Dreh. Das ist nicht schlecht, das ist aber längst nicht gut. Und das ist auch schlechter, als es unsere einheimische Kiefer unter eben auch wieder optimalen Bedingungen kann. Und da unsere einheimische Kiefer nur sehr wenig schlechter ist, was die Trockenheitsresistenz angeht, aber deutlich besser ist, was die Kälteresistenz angeht, hat man halt bisher aus forstwissenschaftlicher Sicht noch keine großen Ambitionen, als Zukunftsbaumart die Schwarzkiefer nehmen zu wollen. Auch wenn die Schwarzkiefer eben potenziell durchaus leistungsfähig ist und sehr trockenheitsresistent. Und, das ist ja auch wichtig, immer wenn man irgendwelche Neubürger anpflanzen will, gerade im Baumbereich, dann ist es besonders wichtig, dass es sich halt bei besagten Neubürgern nach Möglichkeit um Arten handelt, die nicht sehr invasiv sind oder kaum oder gar nicht, im Fall von der Schwarzkiefer, sofern man sie halt im regulären Forstbetrieb nur heranzieht und ein bisschen aufpasst mit Bodenverwundung. Ah, ein schönes Wetter. Ich glaube, ich muss öfter hier mal putzen, ne? Ihr seht ja sonst jedes Mal nichts. Gut, Nutzung, was kann man mit dem Ding machen? Sie gehört zu den harzreichsten Kiefern und das macht sie natürlich jetzt für uns als Survival-Anwender irgendwo auch ganz interessant. Man kann pro Jahr aus einem 60 Jahre alten Baum, das sind auch wieder alte Zahlen, das macht heutzutage keiner mehr, weil da kann man kein Geld mehr verdienen, aber theoretisch für Survival-Zwecke eben noch interessant, bis zu 3 Kilo Harz rausholen. Und das ist ordentlich. Also das schafft unsere Pinus silvestris nicht so ganz, dass man da so viel Harz rauskriegt. Und das vor allen Dingen auch nachhaltig, das liefert sie jedes Jahr. 60 Jahre alter Baum. Also das ist schon ordentlich. Das Holz kann man selbstverständlich auch verwenden aufgrund des hohen Harzgehalts und damit einhergehend der sehr hohen Rohdichte vom Holz. Ist ein recht schweres Holz, ist es ein exzellentes Brennholz. Es gibt also kaum ein Holz, das man aufs Feuer schmeißen kann,
das mehr Hitze pro Gramm Holz liefert oder pro Stück Holz, wie man es jetzt ausnehmen möchte, als dieses Teil hier. Weil Nadelholz aufgrund des Harzgehalts brennt grundsätzlich etwas länger und etwas heißer und etwas besser als Laubholz, weil Harz ja Brandverstärker ist sozusagen. Und zusätzlich, was bei den meisten Nadelhölzern nicht so ist, ist es hier noch ein schweres Holz, also hat eine hohe Dichte. Also ein Ast Schwarzkiefer, wenn man den auf dem Feuer hat, da hat man was von. Das wäre also auf jeden Fall die Survival-Anwendung. Ansonsten lässt sich das Holz nicht besonders gut bearbeiten, gerade auch wegen dem hohen Harzgehalt. Es riecht sehr angenehm, wenn man sich irgendwo hinhängen möchte als Duftholz. Selbstverständlich gibt es auch Schwarzkiefer-Kienspan. Den Kienspan, den man käuflich erwerben kann. Von, ich glaube, Light by Fire unter anderem verkauft welchen. Der dürfte mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zumindest anteilig eben von Schwarzkiefer stammen. Dass das also Schwarzkiefer-Kienspan ist. Man kann qualitativ ähnlich guten Kienspan auch bei uns finden, aber nicht in den Mengen und nicht so, dass man ihn wirtschaftlich wirklich nutzen könnte, um ihn dann zu verhökern, wie das Light My Fire tut. Das ist also auch wieder so eine Besonderheit unserer Schwarzkiefer hier, der Harzreichtum. Und eine kuriose Anwendung, die ich auf Wikipedia gefunden habe. Ich muss zugeben, ich habe kein Buch, wo das drin steht. Deswegen die Angabe ist ohne Gewehr. Das Holz soll besonders knarzfrei sein und wird daher für Bretter für Theaterbühnen verwendet, damit die Schauspieler, wenn sie da rumturnen, nicht knarzen. Fand ich doch ganz lustig, aber wie gesagt, Angabe ohne Gewehr ist nur von Wikipedia. Schädlinge. Insgesamt in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet eine sowohl abiotisch, also gegen Wind super resistent, gegen Feuer, wie jede Kiefer, gegen Feuer enorm resistent, insbesondere alte Bäume, dieser hier, da müsstest du schon ziemlich eine Napalm-Explosion hier in der ganzen Umgebung auslösen, damit das Ding anfängt zu brennen. Ist nahezu unmöglich. Das Feuer müsste so weit hochsteigen, dass die Krone auch betroffen ist, um überhaupt irgendeinen Schaden anzurichten. Die Borke von dem Stamm ist so dick und so gut isolierend, da sollte wirklich nichts passieren. Den Samen in den Zapfen macht Feuer auch überhaupt nichts aus, egal wie hoch die Hitze ist. Wenn also eine Schwarzkiefer mal waldbrandbedingt wirklich völlig abfackelt, sämtliche Nadeln auch verbrennen und die komplette Krone dann weg ist, das überlebt sie im Regelfall nicht. Aber die Samen, die noch draufhängen, die Zapfen, die noch draufhängen, die sind noch wunderbar und es können sofort eben entsprechend sämtliche Samen freigelassen werden nach dem Brand in der Hoffnung, dass sie sich da nochmal irgendwie ansamen können. Allerdings ist das nicht vorgesehen. Also es ist nicht das natürliche Verbreitungsspektrum der Art, dass sie gerne auf niedergebrannten Flächen wachsen möchte. Das möchte sie nicht, das funktioniert nur sehr schlecht. Aber naja, ist besser als nichts, ne? Deswegen macht sie das dann halt eben dann trotzdem so als Notfallprogramm. Sie ist aber nicht zum Anpflanzen von ehemaligen Waldbrandflächen geeignet oder ähnliches. Oh, was ich vergessen habe zu sagen, eine Baumart des mittelhumiden Klimas mit gelegentlicher Sommertrockenheit. Also an sich schon eine Baumart, die feuchte Gebiete braucht. Dauertrockenheit macht sie nicht mit. Sie kann bis minus 6 Grad noch eine gewisse Photosyntheseleistung erreichen. Also bei dem Wetter, was wir jetzt gerade haben, wir haben 4 Grad, sollte sie eigentlich da oben noch ordentlich Photosynthese machen, zumal es ja gerade gut Wasser hat. Also gehe ich mal schwer von aus. Weitermachen. Ja, und wächst normalerweise, je nachdem wie weit weg vom Meer sie steht, als küstennahe Bestände, ziemlich weit oben, da kann sie so 1600 Meter anzutreffen sein, weiter weg von der Küste ist sie dann noch auf 600 Meter anzutreffen und halt irgendwo dazwischen, je nachdem wie weit weg man halt jeweils von der Küste geht, ist auch ganz spannend, also definitiv eine gewisse wasserliebende Baumart und auch die Anpflanzungen, die man jetzt am Balkan durchführt, sind auch Gebirgsanpflanzungen. Oft auch Wiederaufforstungen von Flächen, auf denen lange überhaupt kein Wald gestanden hat. Also eine sehr, sehr, sehr schöne Angelegenheit. Man kann das Holz auch als Bauholz verwenden. Es ist grundsätzlich sehr gut geeignet für irgendwelche Paletten und Verpackungen im Sinne von irgendwas kurz zusammengeschraubtes, zusammengenageltes, sowas in der Richtung.
Papierholz geht auch, aber aufgrund des hohen Harzgehaltes ist der Aufwand, um aus Schwarzkieferholz Papier zu machen, vergleichsweise hoch und die Ökobilanz von Schwarzkieferholz Papier relativ schlecht. Also wenn man was anderes hat, sollte man was anderes nehmen. Das Papierholz ist nach wie vor das beste Pappel. Oh, und hier liegt sogar, sehe ich jetzt gerade, ein Zapfen. Ist ein bisschen ein grüner Zapfen, weil halt diverses Zeug drauf wächst. Das gehört eigentlich nicht dazu. So, hier kann man ihn schön noch mal ein bisschen sehen. Ja, haben wir den Zapfen auch mal gesehen. Das ist ein jüngerer. Das ist ein bisschen ein älterer. Ja, nicht sehr spektakulär. Leider habe ich keinen Ast gefunden. Sonst hätte ich euch gerne mal einen Ast gezeigt mit den langen Nadeln. Die Nadeln müssen wir also rückwirkend dann per Voice-Over und per Foto im Trockenen besprechen. Ansonsten muss noch ein bisschen weiter weggehen, sonst bin ich nicht im Bild. Mehr Dinge eigentlich nicht zu sagen. Ich mag sie gerne, ist für mich ein sehr schöner Baum. Okay, ich habe aber noch keinen Baum getroffen, den ich nicht mag. Und ja, dann bei diesem schönen Wetter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn es morgen nicht besser wird, dann mache ich halt nochmal so einen Dreh. Und nee, morgen habe ich keine Zeit. Doch, morgen kann ich nochmal. Ah, mal gucken. Tschüss.